Jo Leute, weiter geht's. Endlich mal mit Drive Club wieder. Starten wir den Mini Grand Prix in, was ist das, Indien. Aufgaben: Erreiche eine Platzierung in den Top 3. Schlage das Kurvenfahrverhalt-Duell von 900. Das sollte kein Problem sein. Oh, guck mal, Bestenlisten nochmal sogar jetzt schon. Erreiche eine Geschwindigkeit von mindestens 109. Alter, was ist los mit mir in letzter Zeit? 169 km/h. Bestenlisten, 3 Minuten. Ja. Schauen wir mal. Ja, okay. Das überspringen wir. Mini Grand Prix. So, Veranstaltung starten. Breit, los. So, gucken wir mal, dass wir in den Windschatten reinkommen. Und jetzt knall ich dagegen und krieg eine Strafe. Oder auch nicht. Sehr gut. Saftsack, Alter. Lass mich einfach vorbei. Oh nein, Aufgabe! Wie schlecht. Ach du Scheiße, ey. Komm, ist scheißegal, Destruction Derby-Fahrer sind wir. Alles kaputt. Mir ist gestern am Controller hinten, das ist dieses Typenschild, da ist gestern diese Schutzfolie abgegangen. Das ist so eklig. Jetzt hängt mein Finger da in dieser Rotze drinne und der klebt ständig fest. Das ist halt abartig. Ja, rammt mich noch mehr. Komm, kriegen wir. Kriegen wir auch. Ja, ramm mich. So, haben wir es doch geschafft. Nein, ich knall voll dagegen. Ich muss echt lernen zu driften, ey. Ich muss immer später an so einen Kurs machen, den wir schon gezockt haben. Oh, verdammt. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert, das Drift. Oh, seht ihr, was ich meine? Ich, ja, und dann kommt er noch von hinten, ey. Ich bin so ein Scherbenhaufen. Da vorne ist die Challenge. Challenge beginnt. Draufbleiben, draufbleiben, draufbleiben. Oh, egal, geschafft. Müssen wir nur unter den Top 3 kommen, dann haben wir alle 3 Sterne. Alter, ich habe die Bande ganz leicht berührt, ne, und ich krieg direkt 100 Punkte ab. Das ist so lappenhaft. Und das Mikro hängt gerade voll in meinem Mund drin. Und den kriege ich nicht mal ein. Komm, 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 Windschatten ein bisschen nehmen. Ja, sehr schön. Boah, ich habe jetzt gedacht, die Kurve geht nach links, ey. Windschatten. Kein Problem. Jetzt können wir noch die scharfe rechts. Alter! Jetzt können wir noch die scharfe Rechtskurve hier. Wenn wir da keinen Fehler machen, sollte das eigentlich für den ersten Platz reichen, aber es wird nicht reichen, weil ich so schlecht bin, Alter! Komm! 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 Nein! So schlecht, ne? Es ist so schlecht, ey! Oh mein Gott! Egal, zweiter Platz ist auch nicht schlecht. Guckt ihr das an. Scherbenhaufen, ich sag's euch immer wieder. Egal. Alle 3 Sterne ist die Hauptsache. Platzierungen ducken eh keinen hier bei Drive Club. Habe ich so das Gefühl.
30.000 Punkte, wow. Für was? Was hatte ich? 3,25, ne? Dann bin ich Zweiter von den Freunden. Okay, weiter. Gut. Ach, 6 Sterne haben wir sogar. Sehr schnell. Da hinten sind wir. Da haben wir 3, da haben wir noch gar keine. Machen wir den jetzt als nächsten. Erreiche eine Platzierung in den Top 3. Erreiche eine Rundzeit von 1 Minute 40 oder weniger. Schlage das Driftduell von 650. Oh mein Gott. Okay, versuchen wir es. Driften. Wer kann gut driften? Der Audi. Nehmen wir den. Versuchen wir es. Norwegian Open. Zentral. Was? Zentraltind. Was das auch immer sein mag. Und das erinnert mich ein bisschen an Battlefield 3, ist das, glaube ich, die Schneekarte. Los! So, Audi, zeig mal, was du kannst. Gott. Ich wollte sagen, gibt es mal keine Punktestrafe? Alter, was sind die anderen so schnell? Da kommt ja schon eine andere, Alter. Wie? Erstmal schön wegdrängeln. Geschafft. Yeah. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir die Bagaluten einbekommen. Das ist so eine Runde, wo man gut driften lernen kann, üben kann, wie auch immer. Oh Mann, ja, Streifenprovision, ich bin eh nicht in der Fahrnetze. Tut mich eh nicht. Hier eine Kurvenstrafe, Alter, was ist los hier? 5 von 12. Ich glaube, wir hätten zum 1,40 diese Runde. Ich glaube, das wird nichts. Oh, hier ist das Ziel schon. Wie viel haben wir denn? 1,44. 46. 7 Sekunden langsamer. Das ist, wenn man zwei Wörter auf einmal sprechen müsste, aber geht nicht. Ich bin halt wieder voll dagegen, Alter. Ich bin so schlecht, ne? Komm, Alter. Gib Gas. Das kann doch gar nicht sein, die so wegzischen da vorne, ey. Ja, klar, warum nicht? Boah, die knall ich mit dem Fetz voll da draußen, ey. Ich sag, du kommst nicht vorbei, Keule. Kugelstrafe. Nein, ey, ich hab es nicht, Alter. Es kann doch nicht sein, dass der Audi so lahmarschig ist, ey. Sekunden habe ich noch. Komm jetzt Vollgas, dann schaffen wir das noch. Ne, schaffen wir nicht mehr. Aus dem Windschatten raus kann ich auch nicht mehr. Ja, das war's. Oh mein Gott, Alter. Da denkst du, Audi ist voll geil, die Karre ich lieber den Mini nehmen soll, glaube ich, ey. Ach ne, wie schlecht das wieder war.
Das ist doch wirklich ein Sternhammer. Ja, ich mach weiter. Ich versuche aber damit mit einer anderen Karre mal, ey. Das ist schon wieder lächerlich, ist das. Ein Stern. Ja, spielen. Höchstgeschwindigkeit hat der am meisten, aber Beschleunigung, ne, komm, nehmen wir den. Der scheint am besten zu sein. Ist schon traurig, wenn ein Mini Cooper besser ist als ein Audi. Egal. So, komm, überspringen wir, das haben wir schon gerade gesehen. Ja, schöne Landschaft, schön Eis, schöne Rohre in einem Staudamm oder was das sein mag. So, mal gucken, ob er jetzt... Ach. Ob wir jetzt nochmal das... Oh, jetzt gehe ich von der R2-Taste runter, ey. Ob wir jetzt nochmal das Drift-Duell machen können, dürfen. Ja, geschafft haben wir es ja eigentlich schon. Oh mein Gott. Das ist auch so eine lahme Architektur. Ich komme nicht an die vier da vorne ran, ey. So, den haben wir eingeholt. Den haben wir auch eingeholt. Sehr gut, geht doch. Wunderbar. Mit dem Mini geht er doch. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Paralypen mich nicht einholen. Dann holen wir das Ding nach Hause. Sind die? Da sind die. Ja, mit der Zeit, glaube ich, habe ich das aber auch nicht. Ah, könnte knapp werden. 10 Sekunden haben wir noch. Vorne ist das Ziel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, war aber knapp. Sollten wir jetzt schaffen, wenn wir ein bisschen Fehler machen. Die haben ja wieder am Anus, Alter. Ist unglaublich, ne? Du kommst von denen nicht los. Kannst du noch so perfekt fahren, wie du willst. Das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Aber das soll uns ja nicht stören. Hoffen wir hier, dass wir die 1,40 schaffen. Eigentlich dagegen klein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, das schaut doch sehr gut aus. Ich denke immer, diese Typen sind Hasen, Alter. Dass da jetzt so ein Hase auf der Straße sitzt, ey. Was haben wir? 1,17. Guck mal, jetzt sind wir schon fast 7 Sekunden schneller als gerade in der Anwendung. Sollte kein Problem sein. Sei denn, ich mache jetzt einen dicken, fetten Fehler noch und schepper irgendwo ordentlich rein. Aber ich glaube, das sieht sehr gut aus. 8 Sekunden, 5, 4, 3, geschafft. Saubere Leistung, goldene Trophäe, sehr schön. Drei Minuten 24. So, nächstes Level. Dann heißt das, glaube ich, auch neues Auto. Sehr schön. Spyker C8. Was hatten wir jetzt gehabt? 34, ne?